Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Fixit, der Handwerker-Simulator mit meiner Wenigkeit. Jungs, Mädels, divers, je nachdem wie ihr euch heute fühlt, das heute hier wird die letzte Folge werden und es wird auch kein Let's Play im eigentlichen Sinne werden, sondern das wird ein Laber, Fazit, Statement, Real Talk Video, nennt's wie ihr es wollt, wie es die Jugend heutzutage so schön sagt, hier werden. Denn ich muss mal hier ein bisschen was loswerden. Mach mich bestimmt damit wieder nicht beliebt, davon mal abgesehen. Ich versuche es kurz und kompakt zu halten, dass es für mich noch sinnvoll ist, dass es für euch sinnvoll ist, hier zuzuhören. Weil das mit diesem Spiel, es ist so traurig. Es ist so traurig und ist so eine, ich nenne es mal so eine Art Symbolbild, was aktuell insgesamt irgendwie schief läuft. Ne? Deswegen, ich weiß gar nicht, ehrlicherweise gesagt, wo ich anfangen soll. Ich fange mal mit einer generellen Metapher an. Wenn dieses Spiel ein Lied, also ein Song wäre, dann wäre es der Song mit dem Titel Voila Krise von irgendeinem Deutschrapper, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Aber der singt die ganze Zeit einfach nur Voila Krise, Mama Voila Krise. Für alle die mit dieser Voila-Sprache nichts anfangen können, kurz deutsch interpretiert, ist schlimm. Alles schlimm. So. Das löst dieses Spiel mehr oder weniger aktuell bei mir aus. Ich habe eine vierte Folge aufgenommen. Hab da auch versucht, ein paar neue Missionen zu machen. Tapezieren, Decken, Lampen anmachen, bla. Da gab es bei irgendeiner Mission einen Gamebreaker. Da ging es nicht weiter. Musste ich wieder zurück ins Hauptmenü. Hat es nicht gespeichert. Musste ich wieder zum Dings. Und ich habe gemerkt, wo ich das aufgenommen hatte. Ich wurde immer ruhiger und immer ruhiger. Hatte immer weniger Bock und immer weniger Bock. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt. Ich habe es eigentlich schon hochgeladen auf YouTube. Und habe mir dann gedacht, du weißt was, das bringt doch nichts. Wer, also, du hast keinen Bock. Ihr werdet keinen Bock drauf haben, es macht ja auch keinen Spaß, es ist nichts, es war einfach schlicht und ergreifend nichts. Deswegen habe ich gesagt, komm, schmeiß in die Tonne, machst jetzt hier so ein Video und erzählst mal dementsprechend ein bisschen was. Und das aktuell hier, dieses Spiel, oder generell, ich will es nicht mal aufs Spiel schieben, vielleicht sollte ich es vielleicht auch vorweg schieben. Nichts gegen den Entwickler, also sprich gegen Viz Games, gegen André, whatever, nichts gegen den Publisher, / Aerosoft. Herrgott, ja, die Schuld, / die Fehler liegen bei den beiden Seiten. Wie hart verteilt, in welchem Prozentteil, das weiß ich nicht, das ist mir auch egal. Das sollte euch auch dementsprechend egal sein. Aber einer von beiden Seiten, oder sagen wir gleich, wenn wir fair bleiben wollen, beide Seiten scheinbar irgendwo haben es verkackt. Haben es irgendwo verkackt, an was es auch immer gelegen hat. Davon mal ganz abgesehen. Und vorab, ohne mal gesagt, wie gesagt, ab der zweiten Folge kam der Entwickler, also André, auf mich zu, hat gesagt, hier so und so, das ist das Problem gewesen, sorry, hier, richtige Version, bla bla, hast du alles nicht gesehen. Okay, cool. Dann habe ich mit dem Publisher noch telefoniert, davor, und habe da auch gefragt, hier, wie sieht's aus, dies, das, was ist da los, ja, fuck, sorry, bla bla, ist es richtige Version, auch danke, dass du angerufen. Ich habe den, das, was ich jetzt so sage, habe ich dem Publisher auch gesagt. Also, man kann jetzt im Nachhinein keiner vorwerfen, ich hätte das nicht, in Anführungsstrichen, privat geklärt. Ne? Es geht auch nicht um privat, es geht nur darum, das sollte jetzt niemanden überraschen, dieses Gelaber, was ich jetzt gleich sagen werde, davon mal abgesehen, weil es wurde schon mal gesagt. Ich sage es jetzt so einfach in der Öffentlichkeit, weil ich sehe mich auch irgendwo, ob das nur übertrieben ist oder nicht, ich sehe mich auch irgendwo gezwungen, mich da jetzt zu rechtfertigen, weil am Ende des Tages fällt das ja auch auf uns, und auf uns meine ich Content Creator generell halt insgesamt zurück, dass das, was hier ist. Es ist immer ein schwieriges Verhältnis, oder es ist immer, sagen wir mal, so eine gewisse Abhängigkeit, wenn du Content Creator bist. Du brauchst Publisher und Entwickler für deinen Kanal, um damit Geld zu verdienen, weil an denen kommst du an die Spiele ran, da kommst du es vorab dran, und Zeit ist bekanntermaßen Geld, beziehungsweise der Erste sein ist immer wichtig, wenn gegen dies, also meiner Meinung nach, wenn gegen dies das andere ist. Deswegen ist es immer so eine gewisse Gratwanderung, ne? Wenn du was von einem Publisher oder generell kriegst, wie gehst du mit dem Spiel um, wie bewertest du das, wie ehrlich bist du, bla bla bla, ne? Davon mal ganz abgesehen. So, bei diesem Spiel, egal wie ich es anstellen wollen möchte, ich erkenne positive Ansätze, wo die Reise hier eigentlich mal hingehen hätten sollen. Und ich sehe das Endergebnis. Und das Endergebnis kann man schlicht und ergreifend nun mal nicht gut reden. Wäre dieses Spiel vor 10 Jahren rausgekommen, ja, dann wäre das ein solider Simulator gewesen. Dann wäre das schlicht und ergreifend ein solider Simulator gewesen. Im Jahr 2012, 13, 14 rum, solider Simulator. Na, das damals ging halt nicht mehr. Jetzt mittlerweile,
das Gameplay ist altbacken, die Grafik ist altbacken. Obwohl Grafik jetzt, wie gesagt, in der Simulation nicht das Wichtigste ist. Die kann pragmatisch oder zweckmäßig sein, solange das Gameplay stimmt. Hier stimmt leider beides am Ende des Tages nicht mehr dazu. Und an was es am Ende gelegen hat, ob es zu wenig Geld vom Publisher gab oder ob die Fähigkeiten vom Entwickler überschätzt oder wurden, keine Ahnung, ist mir aber auch egal, weil ich und ihr, oder ihr und ich, der Esel soll sich ja nicht mal zuerst nennen, ihr seht nur dieses Endergebnis und für dieses Endergebnis sollt ihr 17,99 oder aktuell mit 20% Rabatt 14,39 oder irgendwas im Endeffekt auf Steam bezahlen. Und ja, ich meine, ist irgendwo logisch, da wurde Geld investiert, das muss ja irgendwie wieder reinkommen. Ich meine, am Ende des Tages, wenn sich hier, keine Ahnung, das Spiel ein paar tausend Mal verkauft, steht immer noch ein fettes Minus auf Publisher-Seite, können sie verbuchen, es senkt die Steuerlast, herzlichen Glückwunsch. Aber das hier, das war Geldverbrennen. Das war effektives Geldverbrennen über viele Jahre hinweg. Ich habe von dem Spiel, habe ich schon öfters im Let's Play gesagt, vor Corona das erste Mal gehört. Das muss also vor 2019 gewesen sein. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, je nachdem wie man rechnet, 5-6 Jahre her. Je nachdem wie weit es noch zurückging. Keine Ahnung. Also von daher, ja, ich weiß es nicht, an was es gelesen hat, aber hier, das wurde auf jeden Fall ein bisschen, das ist ein Miss. Das ist einfach ein Miss. Guck, wir haben nicht mal einen Fahrer an der Scheißkarre hier. Mein Gott, dass es keine Lizenzen hat, das Auto. Gut, ne, ist doch egal. Hat nicht mal am Fahrrad drin, die Fahrphysik, Alter. So Ach, nee, Digga. Es ist einfach, ich weiß es nicht. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den ich jetzt noch aufmachen will, warum ich jetzt eigentlich dieses Gelaber-Video mache. Ich habe ja eure Kommentare auch gelesen. Und gerade in den ersten zwei Folgen, wo ja gefühlt nichts ging oder alles irgendwie komisch war, lag daran, dass das eine falsche Version war auf Steam. Also eine Dev-Version, ne? Die halt nicht für die Öffentlichkeit eigentlich da war, die nur für den Entwickler da war, um zu testen und so weiter und so weiter. Nun ist es so, Publisher kommt, Publisher sagt, hier hast einen Key, guckst dir an, Embargo heißt also bis zu dem Tag nichts zeigen, dann hau raus. Key kam irgendwann an den Freitag, Embargo war an den Sonntag. An den Sonntag ging das Video, oder am Montag, ich weiß es gar nicht mehr, wie es war, ging das Video raus, mit der falschen Version. Mit der falschen Version. Und das zwei Folgen lang. Da haben sich 90% von euch gesagt, alles klar, macht richtig viel Spaß das Game, kaufe ich mir nicht, danke, Tschüssikowski, tschü. Das Spiel ist jetzt ein paar Tage draußen, hat auf Steam ganze 8 Steam-Reviews, davon glaube ich 2 positiv und der Rest negativ. In einem Steam-Review steht noch drin, oder werde ich in Anführungsstrichen bewundert, dass ich da 2 Missionen geschafft habe. Der Spieler, der das geschrieben hat, ist nach der ersten ausgestiegen und hat das Spiel wieder zurückgegeben. Ja, GG. Wirklich GGGG. Ich frage mich seitens vom Publisher her, sorry, wenn ich das jetzt so einfach jetzt so hier sage, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Also ja, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, ohne Frage, ja. Aber kann man das nicht mal irgendwie gegenchecken? Kann da nicht die eine Abteilung mit der anderen Abteilung mal gucken, hey, Dings kommt raus, oder kann die eine Abteilung des Entwicklers sagen, hier, so und so wird rausgehauen, sehr mal zu, dass da die richtige Version irgendwie da ist oder so. Herrscht da sowas wie Kommunikation oder irgendwas in der Richtung? Ich weiß es nicht. Und es gab ja auch nichts an Statement irgendwie an andere Kollegen von mir. Hey, Kacke gelaufen. Wir haben jetzt die richtige Version, bla bla bla. Nee, der Entwickler, also André. Entwickler hat mich selber privat angeschrieben, hat gesagt, das ist der Fehler. Vom Publisher habe ich das nicht gehört. Hätte ich jetzt die Kommunikationsebene zu den Entwicklern nicht gehabt, ja, hätte das nicht gesehen, hätte das nicht gelesen, whatever, ich hätte einfach weiter Videos produziert und hätte gesagt, Leute, hier geht nichts, das ist Blödsinn, ja, das ist, also, what the fuck, what, also wirklich, also nee. Und mein Gott, ich bin ein kleines Licht in der ganzen Geschichte hier, haben sich jetzt vielleicht die ganzen Videos insgesamt, werden sich vielleicht 5000 Leute angucken, hätte sowas ein anderer gemacht, ein Ansgar, Endplay, oder McManus, Tino, der hat ja auch ein Video gemacht. Die kriegen schon 5-stellige Aufrufe, ne? Und die haben ja, ich weiß nicht, ob die das gleiche, also Ansgar hat nichts gemacht, aber bei Tino, ich weiß nicht, ob das gleich in grün irgendwie war, oder aber schon das Glück hatte, die richtige Version zu haben. Ne? Wenn, also wie kann man nur? Ich verstehe es nicht. Also marketingtechnisch gesehen, ich verstehe es schlicht und ergreifend nicht. Die ersten zwei Folgen haben dieses Spiel offiziell, ebenfalls in meiner Bubble mit euch zusammen, hat das Spiel gekillt. Auf jeder Hinsicht, launetechnisch, spaßtechnisch und verkaufstechnisch, hat's einfach schlicht und ergreifend gekillt. Herzlichen Glückwunsch. Muss man wirklich dazu sagen. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. So, ne? Und von daher war jetzt auch mein Entschluss, hier ist jetzt Feierabend.
ich habe jetzt neue Anfragen gekriegt für Spiele. Playway haut jetzt ein bisschen raus. Von Astragon kommt was. Von Aerosoft kommt übrigens demnächst auch wieder was. Das ist die nächste große IP, wo ich euch schon mal sagen kann, positiv. Also kein Mist, das ist schon, das ist wirklich okay, beziehungsweise gut, ne? Wenigstens mal wieder ein Lichtblick. Aber wenn ich mir für die Zukunft etwas wünschen dürfte, nur dürfte und auch nur wünschen, ich fordere nicht oder so und stelle bla, ich bin da nicht relevant dafür, ne? Ich bin da nicht groß genug dafür, alles easy, ne? Aber ich würde mir wünschen, gerade für den Ruf von Aerosoft-Spielen, dass man in der Zukunft bitte die Misses lässt. Fehler können immer passieren, davon rede ich gar nicht, dass man die ganzen Misses einfach lässt, ne, die Fails lässt und dann Hit und Hit und Hit bitte jetzt demnächst machen. Nicht jetzt einen Hit wieder rausbringen und dann wieder 10 Fails hinterher schieben. Es wäre großartig, weil ich kann mir jetzt schon, und das tut mir jetzt schon wieder für den Entwickler von Heavy Cargo Light, für Martin, ich weiß jetzt schon, dass grundsätzlich erstmal negativ an das Spiel rangegangen wird, weil Aerosoft. Und das ist schade. Das hat Martin nicht verdient. Das hat das Spiel dann nicht verdient. Ne? Und das hat auch der Publisher an sich per se erstmal nicht verdient. Aber wenn man halt Fail um Fail gefühlt raushaut, irgendwann kann man es den Leuten auch nicht mehr übel nehmen. Und ich kann es den Leuten auch nicht mehr übel nehmen. Und wenn ich mich schon rechtfertigen muss, René, warum zeigst du das überhaupt noch? Bringt doch eh nichts und bla und hier und tralala. Na, dann sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, wo langsam mal die Reißleine gezogen werden sollte. Und die Reißleine ist jetzt nicht zu sagen, okay, die... Ne, die Leute, die das jetzt öffentlich kritisieren, den gehen wir nicht mehr, so UEG/Toplitz-Move-mäßig, das nicht, ne? Sondern einfach zu sagen, hey, wir verhindern sowas wie hier. Ich meine, was wäre jetzt die Lösung gewesen? Ich kann mich jetzt hier hinstellen als Dulli, als YouTube-Dulli und kann sagen, hätte mal wegschmeißen können, das Spiel. Ja, das Geld, dann wäre Geld verbrannt gewesen. Das wäre ein Minus ohne Ende gewesen. Ich weiß nicht, ob es eine Förderung gab, oder nicht drauf, ne? Ja, ohne Frage. Aber das Bild, was das Spiel jetzt vielleicht einbringt, da steht immer noch ein riesen Minus dahinter. Ob nur fünfstellig oder sechsstellig, je nachdem, was hier investiert worden ist. Ist es doch so oder so ein Minus. Man kann es da, also ob man das nur um 3% verringert oder nicht, aber so haut man wieder ein Spiel raus, was faily ist. Und man sorgt doch dann wieder dafür, dass die Leute sagen, ja, Aerosoft ist halt Schrott, ne? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie man sich so selber demolieren kann. Sorry, ich verstehe es schlicht und ergreifend nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber soll mir auch egal sein, ist nicht meine Firma, ist nicht mein Biss. Ich hab's bestmöglich versucht zu zeigen. Die ersten zwei, selbst in der Fail-Version, die ersten zwei Folgen, dann eine Folge richtig, aber jetzt ist Feierabend. Es macht keinen Spaß mehr. Ich habe genug anderes, kann genug anderes aufnehmen, wo ich sage, ey, das macht Bock, das macht Laune, das ist cool. Da verschwende ich meine Zeit, ich sage nicht verschwende, ich verwende da hier nicht mehr meine Zeit dafür. Das ist es nicht wert, das ist es nicht wert. Es tut mir leid, es ist nicht wert. Ist es einfach nicht. In dem Sinne, mehr will ich gar nicht sagen, es tut mir leid. Insgesamt, für euch, die sich auf das Spiel gefreut haben, generell, dass es nur so ist, wie es ist, tut mir für den Entwickler leid, tut mir auch für den Publisher leid, egal wer da nur wie viel Schuld irgendwo dran hat, es ist einfach schlicht und ergreifend, ist es eine ganz große Scheiße, ist das hier gewesen. Und ich wünsche mir, dass das in Zukunft bitte nicht mehr passiert. Ne? Das wäre cool. Danke. In dem Sinne, ich bin raus. Tschüssikowski. Schreibt mir gerne noch eure Meinung in Kommentare. Bleibt sachlich und freundlich, ne? Wisst ihr Bescheid, ich guck da drauf. In dem Sinne, bis zum nächsten neuen Let's Play. Tschüssikowski. Tschüss.